Stromdealer also? Wie hast du dir das bitte als Startup vorgestellt? Wie ich mir das vorstelle? Hey Junge, mach 15 und du hast Saft, wenn du verstehst, was ich meine. Du verkaufst privat Powerbanks für 15 Euro. Die kriege ich bei Amazon für einen Zehner. Aber das kannst du doch nicht vergleichen, Paul. Die hier sind alle selbst gemacht. Das ist echte Handarbeit. Eine Powerbank ist doch kein Häkeldeckchen. Mann, ey, immer sagst du nein, 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 nein. Tut mir leid, Martin. Ich find's echt gut, dass du die gebaut hast. Du bist total begabt. Ach komm, das sagst du doch jetzt nur so. Nein, wirklich. Ich bin auch ein bisschen stolz auf dich. Aber komm, hör auf. Ich will ja nur, dass wir ein wenig realistisch bleiben. Tja, Martin, Stromdeal geht heute wirklich anders. Schau mal, was die NVM da macht. Da haben wir ein Produkt, das nennt sich Solar Cloud. Das ist ein virtueller Speicher, wo du Strom, den du selbst produzierst, reinladen kannst. Ist wie so ein Sparbuch. Wenn du ihn wieder brauchst, kannst du auch wieder runterladen. Also ein bisschen so wie ein netter Nachbar, bei dem ich meine Päckchen abholen kann. Ja, so ein bisschen. Gut, aber das macht die NVM ja jetzt schon. Also mein Startup wird das nicht mehr. Martin, so schnell gibst du doch nicht auf, oder? Da haben Sie recht, Herr Lobes. Ich gebe nie so schnell auf. Martin erfindet immer nur Unsinn. Wenn er wenigstens mal lustigen Unsinn erfinden würde. Egal. Abonniert unseren Kanal, schaut euch unsere anderen Videos an und guckt bei Facebook vorbei.